Wie viele Kampfkünste kann man perfektionieren, bis es für den Menschen zu viel wird? Denn Batman kann bekannterweise über 200 Kampfsportarten. Das ist eine sehr interessante Frage und es hängt von der Definition ab. In meinen Augen sind die meisten Stilrichtungen behaftet mit wertlosem Ballast. Wenn ich in eine Kampfkunstschule gehe, in eine traditionelle, lerne ich dort viele Dinge, die für den Kampf nicht notwendig sind, manchmal völlig unnötig sind und sogar hinderlich. Viele Dinge, die einfach so sind, wie sie sind, weil sie halt so sind und weil der Meister des Meisters des Meisters das irgendwann mal so festgelegt hat. Und all diese inhaltsleeren Formen und Katas und Stände und Namen auswendig zu lernen, da stößt der Mensch irgendwann mal an seine Limiten. Diese beliebig festgesetzten Bewegungswinkel, zum Beispiel der Tierformen und ähnliches, auswendig zu lernen, da stößt der Mensch sehr schnell an seine Grenzen. Perfektion gibt es eh nicht. Eine Meisterschaft zu erlangen, gebraucht in vielen Kampfkünsten um die 10.000 Stunden. Und da könnten wir ausrechnen, wie schnell wir da an eine Limite stoßen. Aber, in Wahrheit gibt es nur die Kampfkunst. Die. Es gibt eine Essenz der menschlichen Kampffähigkeit, weil wir Menschen sind überall auf der Welt ganz genau gleich. Wenn wir uns auf die Essenz anschauen, was im Kampf relevant ist, sind die Menschen überall genau gleich. Es macht keinen Unterschied, ob du, was für eine Hautfarbe du hast oder woher du stammst und welche Sprache du sprichst. Wenn ich dir eine ins Gesicht baller, dann ist überall das Gleiche. Und wie es der große Philosoph mal gesagt hat, bluten die alle rot. Und wenn es blutet, kann man es auch unter die Erde schicken. So gesehen ist also überall, weißt du, ich habe Hände und Füße, Ellbogen und Knie, ich kann schlagen, treten, Kopfstöße, hebeln, werfen und so weiter. Und in allen gut geformten Kampfkünsten sind diese Techniken exakt die gleichen. Und wenn es Unterschiede gibt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder haben die Kampfkünste ein unkomplettes Bild, zum Beispiel wenn es zwischen um vertikale und horizontale Fauststöße geht, haben die meisten Schulen ein unkomplettes Bild. Oder die andere Möglichkeit ist, dass eine der beiden Kampfkünste oder beide eine suboptimale Lehre verbreiten. Und in all diesen Fällen sollte man also dann das Richtige herausnehmen und den Rest nicht. Und wenn man das tut, hat man am Ende von sämtlichen Kampfkünsten die entscheidende Essenz gelernt. Und dieses kann man in einem Menschenleben tun. Die Essenz sämtlicher Kampfkünste, die möglich sind, mit dem menschlichen Körper durchzuführen, zu erlernen und zur Meisterschaft zu bringen. Davon bin ich überzeugt.